select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Manuel, die wichtigste Frage vorab. Hast du den Friseur danach verschlagen? Selbstverständlich. Also für die Frisur habe ich nichts mehr gezahlt. Habe mich beschwert, weil ja, so kann man ja nicht rumrennen. Aber vielleicht hat es Glück gebracht heute. Was meinst du? Ja, also meine Jungs haben mich auch schon aufgezogen. Haben gesagt, ab sofort muss ich immer mit der Frisur auflaufen, wenn wir dann gewinnen. Aber ja, ob es im Endeffekt Glück war, ich glaube, in der ersten Viertelstunde hätten wir schon 3-0 führen können. Ja, danach hat Freiburg ihre individuelle Klasse auch aufspielen lassen. Aber ich glaube, wenn man das ganze Spiel Revue passieren lässt, haben wir unsere Konter leider auch nicht gut ausgespielt. Aber ich denke, nichtsdestotrotz geht es 1-0 schon in Ordnung. Ja, wie sind die Emotionen? Ihr habt heute den Klassenerhalt geschafft, obwohl ihr nach dem Sandhausen-Spiel eigentlich, war es offiziell, euch vielleicht aus der Liga geschossen habt. So war zumindest damals der Stand. Ja, also echt traumhaft, super Gefühl. Wie John gesagt hat, nach dem Sandhausen-Spiel hat keiner mehr im Pfifferling auf uns gewettet. Vielleicht war das auch eben der ausschlaggebende Punkt, dass wir nichts mehr zu verlieren hatten, frei aufspielen konnten. Und es ist natürlich auch ein super Gefühl, wenn Spieler, die 7-8 Jahre für den Verein gespielt haben, alltagsbedingt oder berufsbedingt jetzt ein bisschen zurückschrauben und ein paar Ligen tiefer gehen. Und man mit denen hier daheim in Spielberg am vorletzten Spieltag nochmal den Klassenerhalt fix machen konnte. Also ich glaube, für die Jungs gab es nichts Schöneres. Und es wird auf jeden Fall 1-2 Bier getrunken heute. Ja, wie zufrieden bist du mit deiner Leistung, auch über die letzten 5 Spieltage? Ja, also hinten raus hat sich meine Leistung gleich wieder ein bisschen gesteigert. Ich habe meine ersten 2 Saisontore gemacht im dritten und viertletzten Spiel. Heute war es ein bisschen durchwachsen, aber im Endeffekt ist scheißegal, wer wie gespielt hat. Ich glaube, wir sind als Mannschaft gut aufgetreten die letzten 5-6 Spiele und haben als Mannschaft den Klassenerhalt geschafft. Ja, wie geht's jetzt weiter für dich persönlich? Ja, für mich persönlich. Also ich habe Gespräche mit Spielberg. Sieht eigentlich gut aus, dass ich auch die nächste Saison beim SVS in der Oberliga spielen werde. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Nächstes Spiel dann, Auswärtsspiel in Balingen. Letztes Saisonspiel. Für euch beide geht es eigentlich um nicht mehr viel. Da fährt man wahrscheinlich nur noch zum Trinken hin. Na, das jetzt nicht. Also wir verstehen uns ja recht gut mit den Balingern. Wir freuen uns auch für Balingen, dass wir Meister geworden sind. Aber nichtsdestotrotz wollen wir auch das letzte Spiel nochmal gewinnen, wollen den Schwung mitnehmen. Und ja, danach hoffe ich mal, dass wir mit den Balingern eine gute Party haben. Manu, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir auch viel Erfolg. Alles und klar. Ja, es wird wieder nachwachsen. Ja, hoffen wir doch mal. In 3-4 Wochen sieht man davon nichts mehr. Danke. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.